Hier ist mal wieder der Julian und willkommen zur neuen Folge Clash Royale, diesmal Account von Tabs. Nicht wundern, ich bin nicht Arena 11. Ich habe hier mein kleines schönes Chest Opening vor. Hat Tab mir vorbereitet, also ist nicht viel, aber so. Genau, die Klantruhe. Dann haben wir hier mal schnell Classic Challenge 2 Sieger. Hat leider nicht mehr geschafft. Was sollten wir anfragen? Ich überlege gerade. Ich weiß es gerade nicht, egal. Dann lasse ich das mal. Spende ich auf jeden Fall mal hier an mich. Und dann öffnen wir den Höhepunkt. Aber meist bin ich schon online. Ja, mein Account ist online, weil Tab spielt mit meinem Account. Und dann geht's. So. Und dann öffnen wir die Clan-Schütze. Ah, ich habe jetzt nicht geguckt. Ups, sorry, ein bisschen schnell. Oh, Leute. Das sieht heftig aus, aber wird keine legendäre Karte. Ich bin frustriert. Ich bin einfach nur frustriert. Shit. Weg mit mir. Okay. Er schreibt Feuerball. Dann fragen wir auch mit schönen Feuerball an. Und dann würde ich sagen, machen wir die Duo-Kämpfe. Einfach mal so drei Stück oder so. Nein. Nein, ich möchte keinen Freund. So, jetzt. So, Tab kommt. Sehr gut. Perfekt, Leute. Splitten wir erstmal hier hinten die Kobolde. Genauer. Der Blitz kommt heftig. Der Blitz kommt, der kommt. Heftig, 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 heftig. Der Feuerball war übelst schlecht von mir gesetzt. Außerdem von hätte wissen müssen, dass es für ihn nicht ausreicht für den Ding. Bums, da kommt der Mega-Ritter. So, Ritter geschützt. Wir führen deutlich mit dem Schaden. Genau. Ja, nein, setz den Blitz nicht da. Sondern weiter unten. Dann setze ich jetzt den Fireball da. So. Perfekt. Ich halte lieber mal den Sepp bereit. Ja, war mir schon irgendwie klar. Sehr gut gemacht. Oder mit Mega-Ritter überlebt. Zack, weg, aber come back, ja. So.
Dann hole ich mal den Turm. Und sie dürfen jetzt aber auch nicht den Turm holen. Perfekto. Perfekto im Momento. Ein Blitz und wir sind weg. Das ist gerade das Problem. Ja, aber wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Sehr gut, Leute. Sehr gut, eine Silber Chest. Eine Silber Chest. Weiter geht's, schon mal schnell. Ah, wir haben schon 6 Minuten aufgenommen. Gut. So, Leute, ich habe eine Idee. Ich stelle mein Handy so hin, das ist am einfachsten für mich. Nämlich für die Facecam. Ich wollte direkt hinter mir ist ein Fenster. So, jetzt kann ich wieder was sitzen. Hatte kurz einen Timeout. Der Elektromagier ist weg. Sehr gut. Setz mal zum Pushen dagegen einen Hog Rider. Sehr gut. Hier der zweite Elektromagier. Schon mal sehr gut. Und alles in einem Paket. Hier, wo es losgeht. Bart. Bart. Ries hat immer noch überlegt, oder ist das ein neuer Riese? Die Bandite macht ein bisschen Schaden, aber jetzt hat sich hier halt ein Hog Rider. Und noch ein Hog Rider. Und wir haben ein Problem. Erstmal gesäppt. Schön. Wahnsinn, der Turm. Den Turm haben wir wundervoll geholt. Boah! Der Feuerwall hat gesessen, muss ich dazu mal sagen. Ah, schade, der Inferno-Drache. Ja, das macht jetzt nicht sonderlich viel aus. So, Doppel-Elixier. Sie geht in Sprint, die Banditin, und ich hab sie. Ich hab sie. Den habe ich auch. So, genau das habe ich gerade befürchtet. Deswegen hole ich mir jetzt hier den Mega-Ritter raus. Richtig gut gemacht. Das wird ein Sieg, denke ich mal. Zack, zack, zack. So. Wir müssen uns das jetzt noch ein paar Sekunden gedulden. Oh, war das ein Feuerball. Und dann ist es auch gleich vor. Bei mit 72 Leben auf unserem Turm gewinnen wir den zweiten Duo-Kampf. Wunderschön und sehr gut. Noch 16 Minuten, 2 Gems. Und los, ich jam die Truhe, dann haben wir noch nur eine. Ohne Epic aus einer Goldchest, heftig. Schön für dich, Tab. Richtig nice. Du hast, kannst jetzt Rage verbessern. Sehr gut. Und ja. Wenn ich schon mal schnell auf welchen Level du den Rage jetzt verbessern kannst. Ich hab das gerade nicht genau gesehen. Ah, hier auf Level 5. Sehr gut. Oh.
habe noch gerade einen Kampf mit meinem Account. Da schaue ich jetzt mal zu. Und feuer ihn natürlich an. So, hi Leute nochmal. Und noch Sachen vielleicht. Ich grüße ein paar Leute jetzt. Ist mir gerade eingefallen, kann ich machen. Also Grüße gehen raus an Tab, an Bambilu16 und natürlich an The Boss Gamer. Auch richtig nice. Er wird zurzeit, glaube ich, gepusht, was ich mir nicht sehr sicher bin, ob das Tab gerade macht, aber er wollte ihn pushen. Also, wenn er dich schon gepusht hat, dann ist gut. Ansonsten, es kommt noch. Sag ich gleich. Und ja. Was habe ich jetzt schon gemacht? Ich habe gegrüßt und so weiter. Ich habe eine Idee. Okay, hier 1.0. Aber ich mache jetzt das. Kann jetzt sein, dass der wieder den Hog Rider durchlaufen lässt. Ja, das war der. Spider, er kommt mit Königsriesel Level 12. Das macht mir gerade hier zu schaffen. Da ist so ein... Ah, oh Mann, Alter. Das ist gerade was mich aufregt. Gerade ziemlich problematisch, weil der Turm ist weg. So. Der Schwing ist aber auch weg. Genau, der kommt jetzt hier wieder mit seinen Battle Rams. Leute, nicht wundern, wenn ich verliere. Es ist der Ausbilder von Arena 11. Der ist richtig heftig. Aber Leute, nicht wundern, wenn ich verliere. So, wie lange haben wir schon aufgenommen? 12 Minuten, ja. Machen wir dann noch einen Du-Kampf und dann läuft die Sache hier. Sorry, Leute, ich habe das gerade verkackt. Ja! Und Batz. Sehr gut, Leute. Und der Sepp haut rein. Und der Turm ist trotzdem nicht weg. Sehr gut. Alter. Immer dasselbe mit seinem Eisgeist. Was das? Jetzt kommt er auf einmal mit dem Ballon. Und ich habe kein Elixier. So, Mist. Turm weg. So, die Bats, die waren total unklug gesetzt. Leute, ich geb's zu. Und der Feuerball haut rein. Aber ich habe trotzdem verkackt. Alles klar. Alles klar, Leute. Alles klar. So. Rats. Nö, hat er nicht. Nein, ich will meine Facecam nicht darüber schieben. Ich will... Hier, so. So, sehr gut. Leute, wie klein ich einfach in der Facecam jetzt bin. Jetzt bin ich schon größer. Lol. Isda. Oh shit. Oh. Leute, schon habt ihr den Turm gesehen? Alter. Leute, soll ich euch mal einen Witz sagen? Mal für zwischendurch.
Es gibt eine Durchsage auf der Titanic. Und da, die sagen da in der Durchsage: Hiermit nominieren wir alle Passagiere für die Ice Bucket Challenge. Ja, gut. Oh, der Gegner kommt auch mit. Ding. Alter, die Elite-Barbaren. What the fucking shit. Was soll man da noch machen gegen die Elite-Barbaren Level 12? Was verdammt nochmal soll man da machen? Oh. Schade. Schade. Haben es nicht getroffen. Ich brauche den Mega-Ritter hinten für die Hexe, weil das zerstört gerade vieles. Nämlich jetzt. Nicht mal ganz. Gut, der Sprung war nicht nötig. Und das ist gerade ein sehr großes Problem, weil der Mega-Ritter überlebt. Hat's überlebt? What the shit are you doing? Schöner Sepp gerade von mir. Ja, gut. Ist da, wie wir einfach über das noch schaffen. Ja, gut. Der Turm gehört auch nicht uns, ja, okay. Aber wenigstens eins. So. Noch. So, jetzt haben wir eigentlich gar nichts mehr, oder? Es waren drei Duo-Kämpfe, wir haben die Truhen geöffnet. Nö, dann das nächste Mal würde ich sagen, ciao Leute, ich beende die Folge. Dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.